Ich bin Auszubildender zum Lokführer bei DB Fernverkehr. Bitte was? Jungs, ich würde sagen, Ladies first. Hi, ich bin Conchetta und bin Auszubildende zur Lokführerin bei DB Cargo. Cargo? Das heißt so viel wie Frachtgut und steht bei der Bahn für Güterverkehr. Wer hier durchstarten will, muss auch schon mal früh aufstehen. Aber dann ist auch um eins Feierabend. Hier lernt man in der Ausbildung viel mehr als nur anfahren und bremsen. So ein typischer Schreibtischjob, der hat mich nie gereizt. Mir war es immer wichtig, dass mir nie langweilig wird in meinem Beruf. Aufträge entgegennehmen. Draußen arbeiten. Aus Theorie Praxis machen. Bevor hier irgendein Güterzug losfährt, müssen erst die verschiedenen Wagen zusammengestellt werden. Das nennt sich Zugvorbereitung und dabei packt das ganze Team mit an. Dann kommt die Bremsprobe. Wenn ein vollbeladener Güterzug erst einmal ins Rollen gerät, dauert es eine ganze Weile, den wieder anzuhalten. Der Lokführer muss sich zu 100% auf die Bremsen verlassen können. Ich darf auch schon manchmal vorne bei meinem Ausbilder mitfahren. Dieses Gefühl, vorne in der Lok zu sitzen, bedeutet für mich einfach Freiheit. Wem sagst du das? Ich bin Lennart und ich bin Auszubildender zum Lokführer bei DB Fernverkehr. Als ich das erste Mal vorne im ICE saß, ging ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Fahrgäste, die vom Bahnsteig zu dir hochschauen. Anfahren mit zehntausenden PS. Hochgeschwindigkeitsstrecken. Das macht das Fahren im Fernverkehr aus. Wenn du weißt, dass da 600 Leute hinten drin sitzen, dann bist du schon sehr froh, dass der Ausbilder neben dir sitzt und jederzeit eingreifen kann. Neben den Fahrtagen gibt es Praxis- und Theorietage, an denen trainiert wird. Im Zugsimulator werden erste Erfahrungen mit der Technik im Führerstand gesammelt. Beim Fahren wird die nämlich zum persönlichen Assistenten. Um schneller als 160 km/h fahren zu dürfen, braucht es die Zugbeeinflussung, die den Lokführer unterstützt. Zugbeeinflussung? Das hilft mir, den Zug zu führen und auch beim Halten. Wenn es bei der richtigen Fahrt doch mal zu Fahrplanänderungen kommt, nimmt der Fahrdienstleiter übers Telefon Kontakt auf und führt. Ich wiederhole, die Fahrt geht gleich weiter, das Gleis ist unbedingt. Ist auch nett, mal mit jemandem außer dem Ausbilder zu sprechen bei 4 Stunden Fahrzeit. Da bin ich ja froh, dass ich nur Kurzstrecke fahre. Ich bin Tim und ich bin Auszubildender zum Lokführer bei DB Regio. Ein Job in der Nähe von zu Hause, mit Abwechslung im Arbeitsalltag. Die Lokführerausbildung bei DB Regio oder der S-Bahn hat beides. Momentan pendle ich lustigerweise selber noch oft als Fahrgast mit der Bahn. Zum Berufsschulunterricht. Das Gelernte aus der Berufsschule wird dann an den Praxistagen in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel beim Kuppeln. So heißt das Verbinden der einzelnen Wagen. Da muss jeder Handgriff sitzen, damit nachher im Wagen auch die Elektronik funktioniert. Aber was am Ende den größten Teil der Ausbildung ausmacht? Zugfahren natürlich. Das ist einfach das Größte, vorne auf der Lok zu sitzen und durch die eigene Heimat zu fahren. Neben den verschiedenen Signallichtern gibt's dabei viel zu beachten. Rechtzeitig bremsen, auf Störungen reagieren und vor allem vorausschauend fahren. Und die Durchsagen werden natürlich auch geübt. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg befindet sich heute in Fahrtrichtung rechts. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann nach der Ausbildung auch selber Ausbilder zu werden. Aber nach der garantierten Übernahme will ich vor allem erstmal fahren.